Und das waren die Top 20 mit Julia Schleicher. Und jetzt weiter in unserem Magazin Chaos im Herzen. Thema heute, was passiert denn hier? Schwule und Lesben berichten von ihrem Coming Out. Hier ist auch schon unser nächster Anrufer. Hi, ich bin Tom. Ich bin 20. Hallo Tom. Wie hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Das war so vor 2 Jahren, mit 18. Eigentlich ziemlich spät, glaube ich. Was ist da genau passiert? Ich habe einen Typen kennengelernt. Er war schon was älter und bei ihm war alles klar. Bei mir, also ich hatte bis dahin auch Freundinnen, aber dann... Du hast dich verliebt? Im Gegenteil, ich habe mich dagegen gewehrt und deshalb, ich wusste plötzlich überhaupt nichts mehr. Hi! Das geht ja vielen anfangs so. Hast du trotzdem dein Coming-out gewagt? Da noch nicht, aber dann... Das blöde Psychogelaber hier. Lass mal laufen. Wer will denn sowas sagen? Also was ist nun? Kommst du mit oder nicht? Für wen brauche ich neue Klamotten? Für dich. Ich könnte einem Müllsack durch die Gegend laufen und keine Sau wird's merken. Mann. Zum 100. Mal, vergiss Christian. Zum 100. Mal, das kann ich nicht. Es ist doch ganz gut, wenn der Kerl endlich weg ist. Klar, es gibt nichts Geileres als Liebeskummer, ja? Dann kannst du ihn endlich vergessen. Oh Mann, Olivia, du warst noch nie richtig verknallt, oder was? Du laberst so eine Scheiße. Das ist die Stimme der Vernunft, Schatz. Die kannst du dir sonst wohin schmieren. Mann, der soll hierbleiben, verdammt, was mache ich denn sonst? Hast du Angst, dass wir dich hier alleine lassen? Ich habe alles klar gemacht. Du kannst mitkommen. Hier, ein bisschen Lektüre. Du hast bis Mittwoch Zeit. Vorher ging kein Flieger. Und was die Impfungen betrifft, morgen früh haben wir einen Termin. Du hast doch Zeit, oder? Auf jeden Fall müssen wir noch zum Supermarkt. Da habe ich... Coco, stopp! Was ist los? Ich habe noch mal nachgedacht. Tja, und? Ich komme nicht mit. Ich komme bei dir nicht mehr klar. Du hast doch selbst den Vorschlag gemacht. Ja. Aber es geht nicht. Ja, aber warum nicht? Weil ich meinen Bruder nicht im Stich lassen kann, deshalb. Christian, wenn du schon sowas abziehst, dann sei wenigstens ehrlich zu mir. Okay. Ich... Ja? Ich kann's dir nicht sagen. Sag mal, macht dir das Spaß? Weißt du eigentlich, wie verarscht ich mir vorkomme? Bin ich dir völlig egal? Nein. Dann sag mir verdammt nochmal, was los ist! Ja, merkst du es denn nicht selber? Mann, zwischen uns läuft es einfach nicht mehr. Ich mach Schluss. Sieh das Ganze doch mal positiv, hm? Du kannst so lange Party machen, wie du willst. Und keiner macht dir irgendwelche Vorwürfe, weil es wieder mal zu spät geworden ist. Hey, du kannst jetzt machen, was du willst. Deine Tipps zum Single-Dasein kannst du dir sonst wohin schieben. Okay, ich wollte dir nur helfen. Siehst du aus, als bräuchte ich deine Hilfe? Meine vielleicht nicht, aber die von dem Optiker. Sonst hättest du ja gleich gesehen, dass Olli und Christian sich geküsst haben. Was? Nicht direkt geküsst, aber Olli und Christian haben sich geküsst. Na und? Du hast Olli doch auch geküsst. Gleichstand. Mach das nicht nochmal, ich habe ein schwaches Herz. Warum hast du Christian geküsst? Was? Warum du Christian geküsst hast? Wer sagt denn das? Erst küsst du mich, dann küsst du ihn. Wolltest du unsere Beziehung auseinanderbringen? Bist du zufrieden?
Das hatte nichts mit euch zu tun. Sondern? Du hast dich in Christian verliebt. Weiß er das? Worüber habt ihr euch gestritten? Ach, über nichts. Das ist immer noch, weil Olli und ich... Jetzt hör doch mal mit diesem Arsch auf. Sehe ich so aus, als bräuchte ich deine Hilfe? Meine vielleicht nicht, aber die von dem Optiker. Sonst hättest du ja gleich gesehen, dass Olli und Christian sich geküsst haben. Was? Ihr seid auf? Was ist los? Nichts. Coco, sag mal, hörst du schlecht? Hör auf! Was hast du denn? Nichts. Was wird das jetzt? Christian! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Olli geküsst hast? Erstens hat Olli mich geküsst, nicht ich ihn. Das ist ein großer Unterschied. Und zweitens, es hatte nichts zu bedeuten, Coco. Fertig. Ja, aber genau deshalb hättest du es mir doch sagen können. Was soll das jetzt werden? Verhör? Mann, es war total ekelhaft. Am liebsten hätte ich ihn ja für die Fresse poliert. Hey, ich hab dich nur was gefragt. Da musst du nicht gleich so ausrasten. Oder hast du was zu verbergen? Was willst du jetzt sagen, dass ich schwul bin? Das soll ja wohl ein Scherz sein. Bist du schwul, Christian? Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich frag mich seit Wochen, was mit dir los ist. Entschuldige mich tausendmal, dass ich Olli geküsst habe. Dabei knutschst du selbst mit ihm rum. Oh, ich habe nicht mit ihm rumgeknutscht. Er hat mich... Ist ja auch egal jetzt. Jedenfalls bist du seitdem völlig durch den Wind. Das war ja wohl vorher auch schon. Nein, war es nicht. Nachdem Olli und ich uns geküsst haben, da haben wir beide uns wieder versöhnt. Es hat nichts mit ihm zu tun. Womit denn dann? Warum bist du ständig so launisch? Und flippst bei jeder Kleinigkeit aus? Vor allem, wenn es um Olli geht. Okay. Coco, das heißt doch nicht gleich. Ich meine, nur weil... Ach, Christian, red nicht drum herum. Sei wenigstens ehrlich zu dir selbst, wenn du es nicht zu mir sein kannst. Ich hätte mir gewünscht, dass du wenigstens ehrlich zu mir bist. Und mir gesagt hättest, warum du dich von mir trennst. Anstatt mir vorher große Hoffnungen zu machen. Ich habe wirklich geglaubt, dass ein paar Wochen Gore im Moment das Beste für uns wären. Ach, und im nächsten Moment trennst du dich von mir und sagst mir, dass du mich nicht mehr liebst? Weißt du eigentlich, wie ich mich fühle? Es ist wie auf einer Achterbahn ohne Sicherheitsgurt. Ja, meinst du, mir geht's besser? Ich bin im Moment auch total durch den Wind, nachdem Olli mich geküsst hat. Es ist einfach... alles anders. Das kann man wohl so sagen. Lieber Christian, wenn du das liest, bin ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Eigentlich wollte ich es dir persönlich sagen, aber dann hatte ich Schiss, du würdest mich aufhalten. Oder du würdest doch mitkommen, obwohl du gefühlsmäßig gar nicht mehr bei mir bist. So sehr ich es mir gewünscht hätte, ich weiß, für dich wäre das der falsche Weg. Es tut mir leid, dass ich dir das nicht schon gestern sagen konnte, aber für mich kam das alles ziemlich plötzlich. Ich musste das erstmal kapieren, denn du bedeutest mir immer noch sehr viel. Und das wird auch so bleiben, egal ob du auf Frauen oder Männer stehst. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Denn was ich immer am meisten an dir geliebt habe, ist deine Ehrlichkeit. Leb wohl.
In Liebe, deine Coco.